Tja, dann müssten wir die jetzt nochmal besuchen gehen. Mit dem. Ich habe einen neuen Hund erstellt für. Für Fluki. Riesenpfiffchen! Wir gehen jetzt verreisen und nehmen einfach Flukis Hund mit. Hier. Zu Marvin Lennarts Bude. Oh, wir hätten die Urne mitnehmen sollen. Scheiße, Mann. Vielleicht wäre ja Schmu dann rausgekommen. Weiß ich nicht. Vielleicht braucht Schmu einfach Remy. Ja, wo ist Remy? Vergiss nicht, dass du einen Sitter engagiert hast. Wenn du möchtest, bleibt er während der Abwesenheit des Simpson-Pauses zurück. Hast du ihn freistellst, berechnet er den Verdienst. Klopf, klopf. Wer ist da? Klopf, klopf. So. Jetzt müssen wir erstmal alle wieder kennenlernen, warum auch immer das wieder resettet wurde. Danke, Sims. Damit wir eine Party schmeißen. Oh, guck mal, eine Katze. Cole. Süß, sie haben eine Katze adoptiert. Ja. Ich habe eingestellt, dass sie auch so Sachen adoptieren können, so. Und Remy fliegt weg. Remy ist 2 Meter weggeflogen. Ja! Ja! Mann, ja. Die machen hier gar nicht sauber. Was soll das denn? Ekelhaft. Guck mal, das ist Flukis Hund. Das Riesenpfiffchen. Das Riesenpfiffchen. Guck mal, ich hab Steve verstellt. Ja, wie süß! Das ist Steve der Echte. Aber er ist gar nicht chunky. Er ist doch ein Baby. Oh. Wie komme ich hier raus? Dankeschön. Ja, Steve. Guck mal, wie der läuft. Oh. Oh nein, Steve verschlafen. Gubi, Steve, Gubi, Steve. Guna. Guna, Steve, Guna. Oh, Bexy schläft auch schon und träumt vom Popcorn. Bexy träumt immer vom Popcorn. Genug Karamell. Wo ist Marvin Lennart? Warum ist Johns Boyfriend nicht so... Oh, da ist er ja. Oh. Nochmal seine Sonnenbrille. Er denkt an nasse Socken. Geil. Ist das eine Anspielung auf John? John, hast du gerade nasse Socken? Bist du eine nasse Socke? Nee, glaub ich. Oh Gott, die Katze! Oh Gott! Same. Okay. Was war das? Nein! Wir haben uns gerade Katzen geholt und ich bin mir sicher, das ist normal. So. No, das machen eure auch immer. Okay, ich verstehe. Ja. Oh Mann, die sind ganz normal. Wir haben die Katze kaputt gemacht. Miam, ja. I guess. Möchtest du Marvin Lennart beruhigen oder möchtest du einen Elefantenwitz machen? Elefantenwitz. Good boyfriend. So sieht's aus, wenn John spricht. Ja. Wer ist die andere Katze? Die haben die adoptiert, aber die sieht irgendwie aus wie die Katze von Luke. Ja, das ist Loki. Also, er ist leider Cole, aber er sieht aus wie Loki. Das stimmt. Oh, die Katze miaut. Warum ist sie auf dem Tisch? Yum, yum. Yum, yum. Oh, wir können übrigens auch Selfies mit den Charakteren machen. Das finde ich auch sehr lustig. Warte. Foto, Selfie, Foto machen mit. Jaco, mit wem möchtest du? Ja. Möchte ein Selfie mit Jaco machen. Okay. Der arme Marvin Lennart. John kann ja gleich Selfies mit Marvin Lennart machen, oder?
Der ist so sauer, guck mal, der ist so wütend, der Arme. Wieso? Der ist sauer, weil John da ist. Der ist jetzt wütend an Tiramisu. Das ist ein Hotdog. Oh, oh ja, das sind wir. Kein Slay, oder? Das bin ich uns. No. Slay. Man kann auch, man kann die Pose noch ändern, ich liebe das, das ist ein tolles Feature. Man kann die auch an die Wand hängen, ich bin gespannt, was das bei den beiden passiert. Oh. Warum ist das so sauer? Oh. Das sehe ich schon eher. Und diese traurig. Ich meine, was ist so. Oh. Die sind richtig traurig. Oh, süß. Was ist mit dem Kinn? Das ist gebrochen. Oh, Bexy ist wach. Und Bexy hat ein neues Design bekommen, low-key. Ja. Das sieht Bexy echt aus. Ja, oder? Ich hab ihm auch. Ich weiß zwar gerade nicht, welches Outfit das ist, wann er das trägt, aber ich hab ihm das Outfit gegeben, was er anhat, als wir letztens in der Straße unterwegs waren. Nur, dass es halt die Bauchtasche nicht gibt. Oh mein Gott, diese Bauchtasche. Ich wünschte, das gäbe sie, das würde so gut aussehen. Ich bin froh, dass sie keiner sehen muss. Hallo. Hallo, Bixi. Oh, oh. Süß, süß, süß. Ja, schmutzigen Witz machen. Bitten eine Techtelmechtel-Partnerschaft einzugehen. Was ist das denn? Boah, das wollen. Das wollen unsere Sims auch die ganze Zeit. Das Freundschaftsplus. Ja, warum? So, egal mit wem Pubert interagiert, er will die ganze Zeit eine Techtelmechtel-Partnerschaft mit denen eingehen. Person machen. Ja. Das ist so merkwürdig. Ich bin immer kurz davor, da aus Versehen drauf zu drücken. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hab das. Jedes Mal. Mhm. Was? Jedes Mal, wenn ich Sims spiele, drücke ich da drauf und dann sagt einfach jeder nein. Mann. Das ist traurig, Jaco. Das tut mir sehr leid, dass du diese persönliche Erfahrung machen musstest. Sexuell frustrierend Sims. Das ist so, wenn ich Bexy angucken würde. Das sieht doch immer so traurig aus. Wie eine traurige Oma. Oh. Bam. Ich möchte raus aus Jakus Boobs, dankeschön. Das Wasser scheint ziemlich tief zu sein. Habe ich jetzt Angst bekommen vor Wasser oder was? Ich denke, ja, raus, ich möchte nicht auch noch ertrinken. Nee. Passt auf euch auf. Aber ich glaube, jetzt haben wir genug Leute kennengelernt und können hoffentlich auch eine Party schmeißen. In der Leute eingeladen sind. Hoffe ich mal. Kann ich das von hier aus planen? Mhm. Du musst halt auch noch warten, wann du sie planst, sonst geht sie sofort los. Die kann gerne jetzt losgehen. 4 Uhr nachts. Ich meine, alle sind noch wach, also. So, wir laden Frexy ein, wir laden Marvin Leonard ein, wir laden Kaki ein, wir laden Remy und Velpi ein. Würde auch Joker einladen, aber der ist nicht hier drin. Das heißt, wir müssen die kurz besuchen gehen. Mit allen. Die der hasst mich. Oh nein. Nein, Steve. Na, hoffen wir, dass auf der Party Schmu aus der Urne gekrochen kommt. Ja, bitte. So Party mit so lauter schöner Musik, da möchte man doch schon so wieder von den Toten auferstehen eigentlich, oder? Ja, safe. Schon so. Immer wenn ich Musik höre, will ich direkt wieder leben. Ja, so Mark Forster Musik, oder? Ja. Boah, Jaki, ich habe heute von Alexander Markus geträumt. Ich bin gar nicht mehr okay. Oh, erzähl mal. Ich weiß nicht, irgendwie musste jeder so ein... Also ich weiß nicht, da waren so ganz viele Leute und jeder musste ein Referat halten über irgendeinen Song, den man gerne hört. Und mir ist so gar nichts eingefallen. Mein Kopf war einfach leer. Ich dachte mir so, hä, ich weiß gar nicht, worüber ich ein Referat
Bad machen soll. Und dann war da auf einmal Alexander Markus und dann habe ich mich so mit dem unterhalten. Und dann irgendwann war er einfach weg. Charity, Charity, yeah, Charity. Charity, yeah. Nein, also nicht so schrecklich. Nein, nein, nicht schwimmen, nur vorstellen. Okay, gut. Ich habe Trauma von dem Pool. Ja, bitte. Bitte passt doch ruhig auf. Verbot. Ja, weil hier steht nämlich schon, dass Jakku jetzt ohnmächtig wird. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein! Geh doch nicht in den Pool. Oh Gott. Mit Regenschirm, aber. Ich möchte nur die Leute kennenlernen, damit die auf die Party kommen. Geh nach Hause, schnell. Jakku, geh heim, los. Hat ja ein bisschen gedauert jetzt, ne? Weil das die ganze Zeit schon in der Queue war. Ein bisschen Drama. Und so auf den Boden gelegt und jetzt ab nach heim. John ist wütend. Weil du eine miese Zeit hast. Oh Gott, wahrscheinlich wegen Marvin Leonard. Warum ist Rookie ein Weihnachtsmann? Warum hat Remy einen Schirm im Haus? Warum ist Remy eigentlich hier? Der wohnt hier gar nicht. Hab ich den mit eingeladen? Ja. Ach so. Ich verstehe. Akaki ist ja auch hier. Eigentlich möchte ich doch nur nach Hause. Ja, ganz schnell alle schlafi schlafi und dann ist es Zeit für Party Party. Schlafi schlafi Party Party. Schlafi schlafi Party Party. Och John, braucht hier 10.000 Jahre. Oh, wir müssten eigentlich auch bei jemandem Unfug leveln, damit wir eine Voodoo-Puppe benutzen können. Ja, ich hab mich irgendwie gefragt, wo diese Voodoo-Puppe eigentlich herkommt, weil wir hatten auf einmal eine und ich wusste gar nicht, ach, lol, woher die kam. Die einfach, das ist so lustig. Ich dachte, man bekommt die, wenn man dieses Dings... Ach, wir haben schon wieder ein neues Kindermädchen. Ja. Ich glaube, die andere ist gestorben an Altersschwäche. Mann. Also du kriegst die, wenn du, also du kannst die nur richtig benutzen, wenn du die, deine Unflugfähigkeit levelst. Ja. Wir haben jetzt zwei Kindermädchen da. Die ist ja auch noch da. Trinkgeld geben, 100 Euro. Wie sehe ich aus? Warum tragen die alle das gleiche hässliche Oma-Outfit? Jenny Bach. Ach so. So. Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Nein. Scheiße, Mann. Okay, wir machen jetzt eine Hausparty. Gastgeberin ist Jakku, weil Jakku die meisten Leute kennt. Genau, alle kennen jeden, ich bin beliebt. Verstehe. So. Zehn Gäste, Entertainer. Wir können so einen random Entertainer einladen. Wir haben keine Bar. Alexander Markus. Ja, bitte. Ja, bitte, Alexander. John, willst du für die Hausparty heimkommen? Nein. Oh, oha. Was ist das denn? Hier, Jakku trägt sogar das sexy Outfit. Tschüss. Oh. Schon. Okay, wir müssen erstmal. Ah, cool, wir müssen. Gastgeber muss erstmal schlafen, scheinbar. Ich muss auch ganz dringend schlafen. Ich glaube, die Party wird großartig auf jeden Fall. Ja, so ist das immer in Sims. Man denkt sich so, boah, ich bereite jetzt eine Party vor und dann hat man ganz vergessen, dass der Sim richtig müde ist, sobald es losgeht. Okay, die Sims müssen trinken. Trinken wir mal Kaffee oder so. Das ist auf jeden Fall eine Banger-Party. Notenaufschwung, yo, im Geschichtsunterricht steht ein wichtiger Test an. Die Leistungen von John sind bisher eher mittelmäßig und mit einer guten Note könnte er seine Gesamtnote erheblich verbessern. Soll er sein übliches Lernprogramm durchziehen oder so viel lernen, wie es nur geht? So viel lernen. Okay, let's go. Wie es nur geht. John konzentriert sich und wiederholt den gesamten Lernstoff. Yo, du hast eine kleine Leistungsverbesserung. Das ist doch nice. Ja. Oh Gott, wir müssen Sims flirten lassen. Ja gut, wo ist denn Bexy? Okay, da kommt Kaki an. Bist du mit Kaki flirten, wenn Bexy nicht da ist? Ach, da ist er ja. Nein. Oh Gott, Bexy ist sauer. Oh, oh Gott. Ich glaube, der hat den Velorent verloren. Scheiße, Mann. Scheiße. Der sieht ja so sauer aus. Hier willst du Techtelmechtel machen. Ja, okay. Das muntert bestimmt auf. Das zählt doch bestimmt auch als Flirten. Ja, ja. Heiratsantrag, okay.
Rette mich bitte. Was Baby in Whirlpool machen. Es ist beinahe. Es würde jemand sein. World-Musiker. Es würde jemand sein Leben kontrollieren. Wird John seine Träume jetzt endlich verwirklichen können oder wird derjenige, der sein Leben kontrolliert, verhindern, dass seine Wünsche wahr werden? Mann. Jakku kennt die Techtelmechtel-Interessen von Frexy. Nice. In Nicks Schlafzimmer. Warum auch nicht, ne? Kaki bringt einen Klumpen Kacke mit zum Klo und... Danke, danke Kaki. Oh. Und Baby versucht, Rhubarb zu beruhigen. Ja, es läuft ja super. Hier läuft's auch super übrigens. Ja, gönn dir. Remy macht erstmal Workout vor Remy-Hund. Okay, wir müssen Sims trinken lassen, dann trinke ich mal auch einen Schluck Kaffee. Und Jakku kann sich auch einen Schluck Kaffee trinken. Müssen wir einfach mit allen die ganze Zeit plaudern. Oh, Bexy ist immer noch sehr wütend. Scheiße, ich bin nicht so gut im Bitch. Oh Mann. Oh, Jakku fühlt sich ganz miserabel. Kann ich eine Inschrift ingravieren? Ich kann es nicht erwarten, dich. Ich kann es nicht erwarten, dich. Oh. Danke, das ist so süß von dir. Dich zu sehen. Ich kann es nicht, dich zu sehen. Perfekt, danke. Ich weiß auch, ich kann dich zu sehen. Warum ist Caps Lock an? Ich kann dich nicht zu sehen. Das stimmt ja, du kommst ja nicht raus. Ich kann dich nicht sehen. Oh, Jakku stinkt. Hey, selber. Oh, ach so, ja, kein Wunder, dass niemand was. 13.000 Simoleons kostet die Scheiße. Okay, chill. Kein Wunder, dass keiner was zu essen hat. Ach, wir haben ja sogar Essen. Ja, zum Essen rufen. Und. Ich bin ohnmächtig. Cool. Cool. Ich dachte, wir sollten alle schlafen vor der Party. Das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Wofür schlafe ich jetzt? Ist das Marvin Lennart? Oh, Marvin Lennart ist ja da. Dann freunde ich mich mal mit dem an, wenn John nicht da ist, nachdem ich nicht mehr ohnmächtig bin und geschlafen habe und dann Marvin Lennart schon weg ist wahrscheinlich. Jakku gönnt sich erstmal Schaumbad. Ist natürlich das Wichtigste, wenn man am Verhungern ist und am ohnmächtig werden. Erstmal Schaumbad nehmen. Ja, Schaumbad. In der Badewanne trinken, let's go. Du könntest das hinkriegen, bestimmt. Ja. Ja, oder? Können wir jetzt die Sims bitte trinken lassen? Damit wir wenigstens einen Jungs voll kriegen. Ich möchte auch nur trinken. Los, Leute, los. Und Hauptsache John geht's gut in der Schule. Der ist nämlich sehr angespannt und stinkt sehr stark. Okay. Oh. John, Dienstag hörst du auf zu stinken. Wenn du 16 bist, hörst du... Achso, du bist ja schon 16, scheiße. Mann. Wenn du 17 bist, hörst du auf zu stinken. Nein, Monat. Ja. Man ist so alt. John ist wirklich alt. Ich bin so stolz. Ich habe schon zweimal das Geburtstag erlebt, das ist so süß. Oh. Komm mir vor, als wäre es gestern 3 geworden. Genau das. Das will ich. Ist ja auch erst gestern 3 geworden. Ja. So, erstmal jetzt den Teller hier wegschmeißen. In den Müll damit. Hä? Warum ist mein anderer Sim denn hier? Warum ist mein anderer Sim Entertainer von meinem privaten Spiel? Warum? Ich bin nicht lustig. Warum trage ich einen Anzug und bin Comedian?
Was ist das denn? Doppelleben. You get the best of both worlds. Both worlds. Ich will die Urne schütteln, damit die rauskommt. Oh Mann. Kaki ist inspiriert. Soll John den Klassenkameraden Marvin Leonard zu sich einladen? Er ist doch schon bei uns. Okay. Er ist doch schon hier. Oh, John trägt ein Party-Outfit und John wird angerufen. Oh Gott, der Direktor ruft an. Oh Gott, John. Dir geht's, glaube ich, gar nicht so gut. Kann ich bitte duschen? Ja, ja. Ich glaube, John. John schließt die Schulwoche mit einer 3 ab. Ja! Der Rektor hat angerufen, um Bescheid zu sagen, dass meine Schulleistung recht heikel bestimmt ist. Ach, Gubier. Mann. John kriegt eine Pause. Das ist so traurig. Du hast so gelernt, dass du dich sogar eingeschissen hast. Hier liegt auch Kacka vor unserer Tür. So gelernt, dass du dich eingeschissen hast. Hä, normal passiert dir das nicht. Meine Schüler lernen so. Techtelmechtel im Viehstall, okay. Nein! Kann Flukiku euch zusehen, Jaku. Nee, nur das Flukiku. Hausparty nicht erfolgreich, keine Belohnung für die. Wir hätten miteinander reden müssen. Oh Mann, wir waren zu beschäftigt mit Stinken und Schlafen. Bitte duschen, bitte. Jaku muss jetzt pipi. Jaku, wir bang! Will duschen, nicht baden. Oh je. Ich bin gerade, ich geh jetzt duschen. Also, totally unbordered. Das ist mein Junge. Muss ich kann so weggehen? Entschuldigung. Entschuldigung? Nein, John kommt zurück. Rhubarb. Warum gehst du jetzt Kaffee trinken, wenn du stinkst? Normale Reaktion. Macht man das nicht so? Also Jaco geht jetzt erstmal Rührei mit Speck braten. Hashtag vegan. Ja, veganes Rührei. Ja, John kann endlich nicht mehr stinken. Aber John ist trotzdem sehr angespannt. Soon.